Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 13. In der letzten Folge haben wir uns schon auf den Weg gemacht in Lake Brasher. Wir sind allerdings auch auf das Militär gestoßen, die uns wieder einfangen wollte. Allerdings waren die... das waren Schwätzer. Die hatten nichts drauf. Außerdem herrschen Zwistigkeiten zwischen Lightning und Snow immer noch, was die Hörigkeit gegenüber dem Farsi angeht. Aber... das muss später geklärt werden. Hier haben wir wieder so ein paar von diesen komischen Brescher-Karpfen, die einen Schatz bewachen. Und diesmal haben wir sogar einen Präventivschlag hinbekommen. Das ist doch nice. Konnten nicht alle gleichzeitig jetzt erledigen, aber wechseln mal wieder, bevor uns Vanille hier noch abkratzt. Okay, der Wechsel muss nicht lange dauern. Okay. Geht doch. Stinklauge und Miefsekret. Boah. Was die für ekelhaftes Zeug absondern. So, was haben wir hier? Einen Silberarmreif. Oh, nettes Accessoire. Was macht der schönes TP plus 100? Okay, wer hat das am ehesten nötig? Snow auf jeden Fall nicht, der hat fast 700 schon. 340, also entweder Hope oder Vanir. Gut, es sind jetzt nur 10 HP Unterschied, aber wir nehmen den mal für Vanir. Immerhin ist sie gerade im Team. Wozu soll man einem mehr HP geben, wenn er nicht mal mitkämpft? So, jetzt geht's hier lang. Da oben haben wir wieder einen Speicherpunkt. Also ich finde die Gegend sehr schön. Weird, isn't it? All the messed up ways to meet. I might as well make introductions. I'm Snow. Snow Belliers. Short stuff? Hope. Hope Estine. What about her? Bodom Security Regiment. She goes by Lightning. Last name's Farah. First, anybody's guess. Neil. Saz, Catroy. Good to meet you. it's not right. Why kids have to get dragged into this? I'll keep the kids out of trouble. Problem with that is, you're one of them. Hey. Trying to take on the post foul sea. That was our first mistake. You should have left it to the Sanctum. Hey! Why not? I mean, we've counted on the Sanctum's foul sea for food, water, everything we've needed since the time we were born. But you still helped us do it. Why is that? Gotta be something. There might have been. Not so sure anymore. What? Okay. Die einzelnen Charaktere jetzt, ne? Persönlichkeiten. Uiuiuiui. Lightning. Früher war Lightning Sergeant der Schutzgarde im Sicherheitsregiment Bode. Lightning ist ihr Spitzname. Ihr richtiger Vorname bleibt ein wohlbehütetes Geheimnis. Um ihre geliebte Schwester Sarah aus den Fängen eines Pulsfars zu befreien, begibt sich Lightning freiwillig in die Purgation und stürzt sich in den Kampf. Sie gibt alles, doch vergebens.
Vor ihren Augen erstarrt Sarah zu Kristall und auch Lightning selbst wird zu einer Lassie. Ihre Schwester beraubt und von aller Welt als Feind gehasst, verliert Lightning jede Hoffnung. Oh, 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 oh. Passt aber nicht so zu ihrem Verhalten. Snow. Er wuchs ganz allein ohne Familie in einer Einrichtung des Sanctums auf. Jetzt als junger Mann ist er der Anführer der Gruppe Nora. Als seine geliebte Sarah zu einer Pulse Lassie wird, schwört er bei der Erfüllung ihrer Bestimmung zu helfen und sie vor einem Ende als Seath zu bewahren. Doch bevor er herausfinden kann, was ihre Bestimmung ist, erstarrt Sarah zu Kristall. Ihr letzter Wunsch, er möge Cocoon beschützen, hält er nun für seine eigene Bestimmung. Saz. Ein ziviler Luftschiffpilot. In Brückland will er den Pulse Falsi und seine Lassie bekämpfen. Sicherlich hassen alle Bürger von Cocoon die Eindringlinge aus Pulse, aber dass ein Zivilist wie Saz gegen sie in den Kampf zieht, ist doch ungewöhnlich. Dafür muss es einen besonderen Grund geben. Als er zusammen mit Lightning den Pulse Falsi bezwingt, wird er verflucht und in einen Pulse Lassie verwandelt. Hope Estheim. Hope wird zusammen mit seiner Mutter Opfer der Purgation, als es zu einem Aufstand der Purgationshäftlinge kommt. Beteiligt sich seine Mutter auf Snows Aufforderung hin an den Kämpfen und verliert dabei ihr Leben. Hope gibt Snow die Schuld am Tod seiner Mutter und hasst ihn dafür abgrundtief. Von Vanille ermutigt, verfolgt er Snow, was dazu führt, dass er in die Nähe des Post-Falsi gerät und zu einem Lassie wird. Vanille, die nervigste von allen. Vanille ist eine fröhliche und lebhafte junge Dame, die selbst in hoffnungslosen Situationen nicht ihre Heiterkeit verliert, und das geht mir auf die Nerven. Bei dem Aufstand gegen die Purgation lernt sie zufällig Hope kennen, dem sie nach dem Tod seiner Mutter seelischen Beistand leistet. Zusammen mit Hope begibt sie sich in das Residuum, wo sie in Kontakt mit dem Post-Falsi gerät. Sarah Farron. Ah ja, Sarah ist die kleine Schwester von Lightning. Nachdem die beiden früh ihre Eltern verloren, gaben sie sich gegenseitig Halt und Schutz. Sarahs Leben erfährt eine tragische Wende, als sie durch Zufall in Kontakt mit einem Falsi gerät, der sie zu einer Post-Falsi macht. Cocoon möge gerettet werden, ist ihr letzter Wunsch, bevor sie zu Kristall erstarrt. Ihre Bestimmung bleibt dennoch ein Rätsel. Snow glaubt, dass Sarahs letzter Wunsch Ausdruck ihrer Bestimmung ist, doch einen Beweis dafür gibt es nicht. Der Primarch Gallant Dysley. Ah, ja, ja, ja. Primarch Gallant Dysley ist der offizielle Vertreter des Sanctums, das Cocoon regiert. Er führt die Regierungsgeschäfte und steht zwischen dem Farsi Eden, der die Entscheidungen des Sanctums überwacht, und der vom Volk gewählten Ratsversammlung. Primarch Gallant Dysley gilt als weiser und bedachtsamer Staatsmann, der sich für das Wohl der Bevölkerung einsetzt. Doch als er auf den Fund des Post-Falsi in der Nähe von Bodom unverzüglich mit der Purgation reagiert, beweist er seine Führungsstärke mit der gebotenen Strenge und Entschlossenheit. Toll. Godot, ach der Typ. Godot ist ein alter Jugendfreund von Snow und Gründungsmitglied der Gruppe Nora. Er ist stolz auf seinen gestählten Körper und versteht sich als Truppenführer von Nora. Godot und Snow haben beide ihre Eltern früh verloren und sind wie Brüder in einer Einrichtung des Sanctums aufgewachsen. Daher versteht Godot Snow besser als jeder andere. Er respektiert und verehrt ihn, sagt ihm aber auch schon mal gehörig die Meinung, wenn er es für richtig hält. Na, haben wir erlebt. LeBro. LeBro kennt Snow und Godot seit ihrer Kindheit und gehört auch zu den Gründungsmitgliedern von Nora. Sie betreibt das Strandcafé von Nora in Bodom, um die nötigen Finanzen für die Aktivitäten der Gruppe zu verdienen. Das von ihr zubereitete Essen gilt als absoluter Geheimtipp. LeBro ist sehr temperamentvoll und weiß sich zu wehren, sodass ihre Freunde alles andere als eine schwache Frau in ihr sehen. Ihr ist das nur recht. So gehört sie es, ne? Mackie. Mackie hat sich von Snow schwer beeindrucken lassen und schloss sich deshalb Nora an. Er schraubt gerne an Maschinen rum und macht sich als Mechaniker bei Nora nützlich. Selbst den letzten Schrott nutzt er noch zum Bauen und Reparieren von Maschinen. Mit seinen Fähigkeiten verdient er nebenbei auch noch ordentlich Geld für Nora. Er wäre gern so stark und mutig wie Snow, aber bis dahin scheint es noch ein weiter Weg zu sein. Ja. Huge. Ach der. Huge ist etwas jünger als Snow, doch bei Nora schon seit der ersten Stunde mit dabei. Er ist ein gutherziger junger Mann und sehr modebewusst. Zwar ist er nicht gerade der Stärkste und neigt in Krisensituationen zur Ängstlichkeit, doch im Gegensatz zu Snow und Godot ist er innerlich ausgeglichen und sehr einfühlsam. Für Nora ist er ein ruhender Pol und Motivator. Naja. Das Chocobo-Küken. Dieses kleine Chocobo-Küken macht es sich gerne in Saz' Haarpracht bequem. Die beiden sind erst seit kurzer Zeit gemeinsam unterwegs, doch sie sind bereits die besten Freunde. Um den Namen des Chocobos-Kükens ranken sich Sagen und Legenden. Doch die Wahrheit ist, dass Saz ihm einfach noch keinen Namen gegeben hat. Ja. Jetzt noch die Gesellschaft. Was gibt's da Neues? Die Cocoon-Farsi.
Ja, die sind nicht böse. Die Kurkun-Falsi sind übernatürliche Wesen, die vor Urzeiten Kurkun erbauten und seither über die Menschen wachen. Schätzungen zufolge existieren inklusive der niederen Falsi mehr als 8 Millionen von ihnen. Boah, okay. Einige erfüllen spezielle Aufgaben wie die Energiegewinnung oder die Lebensmittelproduktion. Dadurch ermöglichen sie überhaupt erst menschliches Leben, wofür die Menschen ihnen dankbar sind. Die Falsi überlassen politische Belange dem Sanctum und mischen sich nur selten in die Angelegenheiten der Menschen ein. Mhm. Die Schutzgarde. Die Schutzgarde ist die größere der beiden Teilstreitkräfte des Militärs. Ihre Aufgabe ist die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Schutzgarde hält die Monster der Wildnis in Schach und übernimmt die Aufklärung und Verfolgung von Verbrechen. Oh je. Der Schutzgarde stehen im Allgemeinen nur wenige schwere Waffen oder größere Luftschiffe zur Verfügung, doch es gibt auch besser ausgerüstete Abteilungen, wie das sehr mobile Jagdgeschwader. Und jetzt noch das Sicherheitsregiment Bodom. Das Sicherheitsregiment Bodom ist die in Bodom stationierte Abteilung der Schutzgarde. Lightning gehört bis zu ihrem Austritt aus dem Militär dieser Abteilung an. Da Bodom eine ruhige Stadt ist und nur selten von Monstern heimgesucht wird, ist das Sicherheitsregiment Bodom normalerweise nicht allzu beschäftigt. Um bestehende Kapazitäten auszulasten, wird das Sicherheitsregiment von Zeit zu Zeit zur Monsterjagd in der Umgebung mobilisiert. Ach, damit die überhaupt mal zur Arbeit kommen, ja? Okay. Gut, jetzt haben wir uns alle vorgestellt. Können wir alle weiter. So, was haben wir dort vorne wieder? Oh. Pantherons. Das sind keine Sieb. Ja, die jagen jetzt die Überlebenden der Purgation, die heißt Psycoms. Aber jetzt als Lassies haben wir nicht mehr so viel Schwierigkeiten mit den Viechern hier. Jetzt braucht man echt nur ein paar Schläge. Okay. Oh. Okay. Drei Dunkelzähne, ne? Nice. So, wieder eine Schatzkugel. Was haben wir hier drin? Eine Phönixfeder. Yay! Hier oben irgendwas? Ja, auch ein Schatz. Gil. Oh. Finde ich echt ein bisschen komisch, dass die hier keine Gil in... Ja, als Kampfbonus dazugeben. So, Pantherons. Kurz und schmerzlos. Aber auch nur 6 KP. Ach. Erbärmlich wenig. Ich höre wieder einen Schatz. Wo ist der? Man hört immer so ein komisches ja, Geräusch. Ich nenne es einfach so. Ach, Polmief-Sekret. Ah, okay. Ach, die dort hinten? Und hier ist schon die Kampfzone. Los, dreh dich um, Soldat. Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Na gut, dann habt ihr uns eben gesehen, meine Güte. Oh, das ging schnell. Auch nur 9 KP. Aber eine Phönixfeder, nice. So, was ist hier drin? Ein Magiersiegel. Klingt nach einem Accessoire. Magiersiegel. Angriffszauber plus 20. Shit! Das könnte Vanir eigentlich gebrauchen, aber sie hat gerade so ein schönes AP-Plus-Teil. Na gut, kriegt sie eben Magiersiegel jetzt so. Wird schon nicht leicht draufgehen, wenn sie das mal ausrüstet. Snow eigentlich gerade irgendein... Er hat den Eisenreif, dann kann er ja den Silberarmreif kriegen.
Hat er noch mehr HP. So. Okay, wow. Er möchte nicht so springen können. Gut. Bei dem Speicherpunkt finde ich es jetzt gerade. Ja, stimmt, das ist der Zug hier. Wo uns dieser komische Roboter angegriffen hat. Lightning und Sass. Okay, bei einem Speicherpunkt würde ich sagen, machen wir jetzt hier am besten einen Cut. Vielleicht speichere ich auch zwischendurch mal. Und dann geht's an dieser Stelle hier weiter. Also, bis dahin. Tata!